alle Einstellungen, die Sie rund um die Umfrage treffen können, um die Umfrage genauso auszurichten oder zu gestalten, wie sie am Ende denn auch sein soll. Sie haben wahrscheinlich schon die Einstellung entdeckt. Wenn Sie in der Übersicht auf Ihre Umfrage klicken, haben Sie dann hier die Möglichkeit, in die Einstellung zu wechseln. Die einzelnen Punkte, die greife ich nochmal später auf. Wir belassen es jetzt bei dieser Seite und ich führe Sie hier einmal durch die Einstellung durch. Als erste Einstellung oben haben Sie die Möglichkeit, den Status zu verändern. Das heißt, die Umfrage war jetzt noch unter nicht aktivierte Umfragen. Das heißt, sie ist nicht veröffentlicht. Das sehen wir hier auch. Und wir können jetzt mit Klick die Umfrage aktivieren. Damit ist die Umfrage scharf geschaltet und für jeden zugänglich. Heißt, jeder, der den Umfragelink hat, kann jetzt auch teilnehmen. Bis eben wurde nun eine Statusmeldung angezeigt, dass die Umfrage noch nicht aktiviert wurde. Im späteren Verlauf können Sie aber auch jederzeit wieder die Umfrage pausieren. Jetzt ist die Umfrage unterbrochen oder auch wieder aktivieren oder wenn Sie möchten auch beenden, wenn Ihr Befragungsprojekt vorbei ist. Das Beenden der Umfrage kann aber auch terminiert werden. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, über das Stiftsymbol einen Datumsbereich auszuwählen. Wir sagen jetzt mal nächste Woche Sonntag um 23.59 Uhr soll sich die Umfrage automatisch beenden. Damit ist die Teilnahme abgeschlossen. Wir klicken auf Speichern. Und sehen jetzt hier das Datum, wann sich die Umfrage automatisch beendet. So, als nächsten Punkt haben wir die Tarifzuordnung. Sobald Sie eines der Starter-, Business- oder Company-Tarif bei uns gestellt haben und eine neue Umfrage anlegen, wird automatisch immer eine Tarifzuordnung stattfinden. Wenn Sie noch keine Bestellung bei uns getätigt haben, wird hier der Free-Tarif noch angezeigt. Und sobald Sie eine Bestellung tätigen, haben Sie dann die Auswahl in die jeweiligen höherwertigen Tarife. Am Anfang ist es ab und zu noch notwendig, dass Sie hier die Auswahl manuell treffen, damit Sie die erweiterten Leistungen haben. Im späteren Verlauf müssen Sie sich hier drum nicht mehr kümmern. So, Einstellung. Der erste Einstellungsbereich ist der Umfragelink. Das heißt, je nach Tarifversion, die Sie gewählt haben, haben Sie die Möglichkeit, die Domain zu verändern. Im Free-Tarif und in den kleineren Tarifen haben Sie easyfeedback.de und .com. Im großen Tarif, im Company oder Enterprise bieten wir Ihnen indifsurvey.com als zusätzliche neutrale Umfragedomain an oder aber auch, dass Sie Ihre eigene Umfragedomain mit Ihrem Account verknüpfen können. Die können Sie sich selber aussuchen, um halt präsenter als Firma oder als Befragungsprojekt dazustehen und dass wir weiter in den Hintergrund rücken. Der zweite Teil ist, dass Sie hier den Mittelteil individuell benennen können. Ich sage jetzt mal Mitarbeiterumfrage 2020 und hier hinten kommen noch so ein paar Zusätze, die vom System automatisch generiert werden. Sie müssen jetzt nicht an der Stelle hier die Elemente hier einzeln rauskopieren. Das Teilnehmer einladen funktioniert oder wird in dem nächsten Bereich stattfinden. Das ist nur, um den Link zu bearbeiten an der Stelle. Darunter folgt die Beantwortung. Das heißt, wir können klassisch sagen, ist eine Beantwortung pro oder sind pro Computer mehrere Teilnehmer möglich? Das wäre zum Beispiel ein öffentlicher Computer oder auch, wenn eine Person über dasselbe Endgerät mehrfach teilnehmen darf oder soll, dann ist das die richtige Wahl. Wenn wir das nicht möchten, haben wir die Möglichkeit, die Teilnahme einzuschränken. Das heißt, wir können über eine Cookie-Sperre oder aber auch eine IP-Sperre in Verbindung oder einzeln, können wir das verhindern, dass der Teilnehmer über dasselbe Endgerät nicht mehrfach teilnimmt. Ich sage bewusst selbes Endgerät, weil ein Cookie wird im Browser gesetzt, die IP ist zum Beispiel im Büro die identische. Wenn der Mitarbeiter aber nach Hause fährt und dort fortführt, dann wechselt er das Endgerät und dann haben wir ihn an dieser Stelle verloren und können die Sperre nicht mehr aktiv halten. Dafür gibt es aber noch andere Möglichkeiten, das zeige ich Ihnen noch später in weiteren Erklärungen. So, das heißt, wir lassen das auf Mehrfachteilnahme an der Stelle. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Zugangskontrolle zu setzen. Also grundsätzlich keine. Das heißt, ich kann die Befragung öffnen. Es ist kein Passwort nötig. Ich habe die Möglichkeit, ein allgemeines Passwort zu setzen. Dieses Passwort ist für alle Teilnehmer identisch. Das muss ich rausgeben. Oder ich habe die Möglichkeit, mit Zugangscodes zu arbeiten. Zugangscodes sind generierte Codes aus unserem System. Die sind ähnlich wie ein TAN, eine SMS-TAN, wie Sie es vom Mobile Banking kennen. Das heißt, Sie müssen für die Teilnahme einen Code eingeben. Der Vorteil an dem Code ist, jeder Code ist nur einmal gültig. Das heißt, eine Mehrfachteilnahme, wie wir sie hier auch ausschließen können, ist hiermit zu 100% ausgeschlossen.
Und wir können den Code auch gerätegreifend wiedererkennen. Und somit kann der Befragungsteilnehmer auch den Ort wechseln und später wieder fortführen. Und wir können ihn zuordnen zu seinen bisherigen Antworten. Das heißt, das Unterbrechen und später Fortführen ist damit auf jeden Fall gewährleistet, auch mit den weiter anderen Funktionen. Aber das ist die sicherste Variante, um jemanden wiederzuerkennen. Trotzdem überlegen Sie hier auch, ob es wirklich notwendig ist oder ob es nur nice to have ist, weil es bedarf auch ein bisschen administrativen Aufwand, diese Codes zuzustellen. Wir können das automatisch über unser System versenden, komme ich noch zu. Oder Sie können es manuell machen. Das muss man immer im Einzelfall abwägen. Als nächstes haben wir eine Anonymitätsfunktion. Das heißt, grundsätzlich ist jede Umfrage von Easy Feedback immer anonym. Das heißt, wir können grundsätzlich keinen Personenbezug herstellen, weil wir auch diese Informationen nicht haben. Das heißt, ich sende den Link an 100 Personen und 50 klicken drauf, dann kann ich Ihnen nicht sagen oder wir Ihnen nicht sagen, wer diese 50 Personen sind, weil uns diese Information fehlt. Die haben wir nicht, weil alle bekommen den gleichen Link. Es ist aber auch möglich, dass Sie über die E-Mail-Einladung bei uns einladen oder halt den Umfragelink auch hinten raus personalisieren mit verschiedenen Parametern oder ähnliches. Und diese Anonymitätsfunktion ist dafür da, dass wir Ihnen technisch garantieren, dass die Teilnahme anonym ist. Ich sage technisch, weil wenn Sie in der Umfrage nach personenbezogenen Daten fragen, wie Name, Abteilung, Firma oder ähnliches, dann haben wir darauf keinen Einfluss mehr, weil Sie den Fragebogen individuell gestalten können. Wenn Sie diese Option aktivieren und auch speichern, können Sie die Option nicht mehr deaktivieren. Weil sonst könnten Sie ja sich selber austricksen und kommen doch an die Daten ran. Das wollen wir ja nicht. Also, die Teilnahme ist so technisch 100% anonym und dem Teilnehmer wird das auch mit einem Anonymitätssiegel in der Befragung angezeigt. Wir gucken uns das kurz an. Wir öffnen die Vorschau und wir sehen hier unten Teilnahme anonym. Der Teilnehmer kann draufklicken und erhält hier noch die Information, was das genau bedeutet und welche Mechanismen greifen, damit der auch ein gutes Gefühl und mehr Vertrauen hat in die Befragung. Der nächste Punkt ist das Layout. Das heißt, wenn Sie ein Layout über den Layout-Konfigurator angelegt haben, können Sie das hier auswählen und dementsprechend der Umfrage zuordnen. Dann ändert sich das Design der Befragung auf die Einstellung, die Sie dort getroffen haben. Dazu haben wir noch die Möglichkeit, das Auto-Scrolling aktiv zu halten oder zu deaktivieren. Was heißt das genau? Über unsere Survey Engine haben wir ein automatisches Scrolling im System. Das heißt, das System scrollt von einer Frage zur nächsten. Ich müsste Ihnen das mal zeigen. Wir öffnen hier mal eine Vorschau. Genau. Hier sieht man schon, ich habe Nein geantwortet oder Ja. Das ist eine Einfachauswahl. Das System weiß an der Stelle, okay, es kann keine weitere Antwort mehr folgen. Also scrollt es zur nächsten Frage bzw. zum nächsten Element. Hat jetzt hier gerade nicht funktioniert. Aber hier sieht man das sehr schön. Das heißt, ich antworte und ich antworte und ich antworte und ich komme weiter. Das ist das Autoscrolling. Das können Sie hier, das ist standardmäßig aktiv. Sie können es aber auch deaktivieren, wenn es zu dem Befragungsprojekt zum Beispiel nicht passt. Dann könnte man das hier deaktivieren. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, die Begrüßungsseite auszublenden. Das heißt, Sie möchten direkt mit der ersten Frage starten. Dann blenden Sie hier die Begrüßungsseite aus, nehmen Sie den Haken raus und die erste Frageseite wird immer angezeigt. Danach gibt es die Möglichkeit, die Abschlussseite zu gestalten. Entweder wird zum Ende der Umfrage eine Abschlussseite angezeigt, für jeden identisch, oder ich kann eine Weiterleitung setzen. Das heißt, hier wird ein Link reingesetzt und anstatt der Abschlussseite erfolgt eine automatische Weiterleitung. Alternativ können wir dem Teilnehmer, der Teilnehmer sieht am Ende der Umfrage sein eigenes Ergebnis. Das heißt, wir können ihm nochmal das anzeigen, was er eben geantwortet hat. Und da können wir auch differenzieren zwischen alle Fragen anzeigen, auch wenn er sie nicht beantwortet hat, oder nur die Fragen, die beantwortet wurden. Oder aber wir können ihm das Gesamtergebnis anzeigen. Das heißt, der Teilnehmer sieht am Ende alle Antworten, die bis dato bei der Umfrage gegeben worden sind und kann sich dann einen Gesamtüberblick darüber verschaffen. Gibt noch alternativ eine Quiz- und Scoring-Funktion, darauf gehe ich aber in einem anderen Zeitpunkt ein. Genau, und auch die Einstellung dazu. Wenn das aktiv ist, ersetzt das die anderen Optionen hier, das nur mal schon mal gesagt, aber dazu später mehr. Zurück-Button. Klassisch einblenden oder auch ausblenden, wenn wir nicht möchten, dass der Teilnehmer sich rückwärts bewegt in der Befragung.
Wir haben den Statusbalken, den kann ich anzeigen mit Prozentangabe oder Seitenzahl oder halt auch ausblenden, wenn ich ihn nicht möchte. Wir haben das Antwort-Piping. Antwort-Piping ist, wenn der Teilnehmer in der Umfrage eine Antwort gegeben hat, kann ich diesen Antworttext, der davor definiert war, kann ich in eine weitere Frage als Fragetitel oder aber auch als neue Antwortoption übergeben und kann halt sehr individuell und sehr persönlich mit ihm sprechen. Wir haben dann die Fragenummerierung, das heißt, ich kann eine automatische Fragenummerierung aktivieren, entweder keine, auf jeder Seite separat nummerieren oder auf allen Seiten gesamt durchnummerieren. Wir haben die Pflichtfragensymbolik, das heißt, ich kann das Symbol, das Sternchen generell anzeigen lassen oder generell überall ausblenden. Wir haben die Mehrsprachigkeit, dazu komme ich später nochmal. Wir haben ein E-Mail-Reporting, das ist dafür ganz interessant. Das System sendet eine E-Mail an eine vordefinierte E-Mail-Adresse. Somit habe ich die Möglichkeit, sofort darauf zu reagieren. Das heißt, wenn Sie eine Befragung vielleicht in Ihrem Hilfebereich einsetzen und jemand an der Stelle mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte oder als Beschwerdeformular oder ähnliches, können Sie dieses E-Mail-Reporting aktivieren, geben hier eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein und immer wenn eine Teilnahme abgeschlossen wurde, wird direkt im Anschluss eine E-Mail an diese vordefinierte E-Mail-Adresse gesendet und Sie bekommen sofort das Ergebnis der Person. Das Ganze kann in deutscher Sprache oder englischer Sprache stattfinden. Wir können das Ganze auch anonym stattfinden lassen. Das heißt, Sie haben per E-Mail-Einladung oder personalisiert eingeladen und möchten diese personenbezogenen Daten aber nicht in diesem E-Mail-Versand haben. Dann können Sie das hier abwählen und wir können auch wieder auswählen, ob alle Fragen in dem Reporting angezeigt werden oder nur die beantworteten Fragen. Damit haben Sie ein paar Einstellungsmöglichkeiten, wie das E-Mail-Reporting bei Ihnen ankommen soll. Als nächstes kommen wir zu den Datenschutzhinweisen. Die würde ich in einem anderen Bereich nochmal näher erklären. Darunter gibt es eine Option, ob die Umfrage für Suchmaschinen findbar ist. Das heißt, wenn Sie ein öffentliches Formular erstellen, wo was möglichst viele Personen sehen und finden sollen, können Sie das hier sichtbar schalten. Dann wird es auffindbar nach einer gewissen Zeit. Hierunter haben wir dann noch die Benutzergruppenzuordnung. Das heißt, wenn Sie im Company- oder Enterprise-Tarif arbeiten mit Easy Feedback, können Sie von hier aus die Umfrage einer bestimmten Benutzergruppe zuordnen, dass die Umfrage dort sichtbar ist oder aber auch einem bestimmten Nutzer, hier zum Beispiel Administrator oder halt einem Max Muster in diesem Fall. Und zum Schluss gibt es noch die automatischen Löschroutinen, wie die funktionieren, auch in einem anderen Video. Aber wenn Sie damit arbeiten, haben Sie hier die Möglichkeit, diese auszuwählen und der Umfrage zuzuordnen. So, das waren erstmal grob die ganzen Einstellungen, die wir hier auf dieser Seite bereithalten. Ein, zwei Einstellungen werden nochmal detaillierter erklärt, weil die ein bisschen umfangreicher sind. Aber damit sollten Sie einen guten Überblick bekommen haben, was möglich ist und wie Sie Ihre Umfrage am besten einstellen. In diesem Sinne, viel Erfolg!